Ja, hallo meine Freunde, da sind wir wieder bei einer neuen Folge Starbound mit mir und Comic. Und wir haben natürlich das letzte Mal ein paar Sachen gesucht und auch gefunden. Und gesucht, gefunden und so weiter und so fort. Ja, wir sind natürlich dabei, den Distress Beacon hier fertig zu machen, damit wir dann in das nächste Level, beziehungsweise damit wir dann den Tech Tree aufstapeln können, um dann weiterzukommen. Denn nur wenn wir das UFO besiegen, können wir auch die nächsten technologischen Fortschritte verbuchen bzw. freischalten. Und das heißt für uns natürlich, wir müssen das tun. Ja, ist noch nicht fertig gesmeltet hier. Aber dafür ist das hier fertig geguckt. Captain Cook. Nicht zu verwechseln mit Captain Hook, dass diese Pellets, die hau ich mal weg, da kriegt man sowieso relativ viele immer davon. Und ja, wir sind auf der Suche nach einem Heimatplaneten. Ich muss mal gucken, das letzte Mal hatte ich ein klein wenig Kohle in den Tank getan. Wir waren auf diesem ariden Planeten hier gelandet. Und ich habe auch ein paar Diamanten abgesahnt. Diamanten! So. Den haben wir gesucht, dann versuchen wir es mal hier mit diesem Forest-Planeten und als nächstes dann versuchen wir uns an dem Eisplaneten. Denn wenn man innerhalb eines Systems bzw. eines Planetensystems reist, dann braucht man glaube ich auch nur ein oder 10 Fuel. Bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob das geändert worden ist. Habe jetzt nicht nachgelesen. Ich gebe es zu. Hyperraumantrieb aktiviert und unser Raumschiff, dem wir noch gar keinen Namen gegeben haben. Raumschiff, wie heißt du denn? Bob, Horst, Walter. Weltraumfalke. Na, an sich ist es ja ein fliegendes Schloss, ja, deswegen würde ja Flying Fortress oder sowas ganz gut passen, ja. Wäre natürlich geil, wenn man das ausbauen könnte, diese Raumschiffe hier. Wir haben das letzte Mal auch den kompletten Planeten umrundet gehabt und geguckt, ob wir noch irgendwas Interessantes entdeckt haben. Das Einzige, was wir entdeckt haben, sind halt dann Rohstoffvorkommen gewesen, die wir natürlich waghalsig geplündert haben. Und wir haben festgelegt, unser Weltraumritter, Mr. Roboto, ist ein Weltraumpolizist. Die Weltraumpolizei beamt sich jetzt auf den Planeten und sorgt für Recht und Ordnung. Hoffe ich zumindest. In der Hauptsache hier nicht auf irgendwelche bösen Viecher zu stoßen, so damit wir auch wissen, wo wir gestartet sind. Ist lustig, dass die Fackel im Regen nicht ausgeht. Damit wir auch wissen, wo wir gestartet sind, habe ich die Fackel jetzt mal gesetzt. Blub, 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 blub. Hier auch so einen schicken Baum gleich gefunden, beziehungsweise mehrere schicken Bäume. Also es ist wie gesagt ein Waldplanet. So, da oben haben wir schon mal ein nicht allzu friedliches Tierchen. Hallo. Das war mir doch klar. Er sah nur so friedlich aus. Die Bösen sehen immer so lieb aus und dann sind sie böse. Die Bösen sehen immer lieb aus und sind dann böse. Ja, früher sahen wenigstens die Bösen auch immer noch böse aus. Dann wusste man, ah, jetzt im Film, der ist schwarz angezogen, der ist böse. Vielleicht sollten wir uns auch schwarz anziehen, dann sind wir böse. Aber nein, wir sind ja ein Weltraumpolizist. Aber vielleicht sind wir auch ein korrupter Weltraumpolizist und wissen es nur noch nicht. Das werden wir spätestens dann sehen, wenn versucht uns jemand mit seinen Schätzen aus seinem Schloss zu bestechen. Ja, Plant Fibers können wir natürlich mal noch gebrauchen. Auf dem letzten Planeten, auf dem wir waren, gab es ja genug Pflanzen, aus denen wir halt Plant Fibers, also Pflanzenfasern, machen konnten für Verbände dann. Waren sicher nicht schlecht. So, vielleicht finden wir ja eine Stadt oder sowas. Ich bin immer noch auf der Suche nach freundlichen Wesen, die ich kontrollieren kann, Strafzettel verteilen und so, denn das ist meine Aufgabe. Ich bin ein Weltraumpolizist und muss die Leute in ihre Schranken weisen und nach Recht und Ordnung natürlich auch das Ganze handhaben. Was wir hier finden, sind relativ viele Chilis. Oh, nicht schlecht. Da machen wir uns irgendwas Cooles draus dann. Chili con Carne oder so.
Oh, was haben wir denn hier? Two-handed 9. Meiner ist besser, haha. Ah, da fliegen mir zu viele Viecher in der Luft rum. Aber ich hätte gern die Kohle hier. Ist das da hinten beleuchtet? Ne, da leuchtet nur Licht rein, okay. Manchmal übersieht man ja auch beim drüber weglaufen mal so ein Dungeon. Aber da leuchtet es, glaube ich, nur rein. Oh, hier ist noch Eisen. Vielleicht brauchen wir das für die nächsten Rüstungen oder so. Hui. Wäre hier fast runtergefallen. Oh, hier ist auch noch Eisen. Und mit unserer Diamantspitzhacke, die wir uns ja hergestellt haben, geht das Ganze natürlich relativ fix hier abzubauen. Das ist ja immer ganz nett, wenn man einmal Diamantspitzhacke hat. Braucht man nicht mehr so lang. Dann kann man auch sich mal ein bisschen mit den Planeten beschäftigen. Muss da nicht nur alle Folgen immer an der Unterseite der Welt verbringen. Also sozusagen am Arsch der Welt. Oder im Arschloch der Welt, weil ist ja, sag ich mal, im Planeten drin, ja. Graben da ja Löcher rein. Solange wir nicht mal auf so einen Kackeplaneten oder sowas stoßen. Also das letzte Mal sind wir ja ziemlich auf eine Kanalisation gestoßen. Das war schon ganz schön, was wollte ich sagen? Ja, das war das, ne? Da waren wir ganz schön am Scheißhaus der Galaxis. Haben wir uns da getroffen mit diesem Kacke-Monster. Ja, hier, der ist ein bisschen besser, aber auch nicht so gut. Die besten Waffen kriegt man meistens auch von irgendwelchen Viechern, ja? Also von Lebewesen. Oder von solchen Boss-Viechern, glaube ich. Aber manchmal ist es auch ganz gut, sich an Bord des Raumschiffs dann schon Waffen herzustellen, weil manchmal sind die besser als die, die man findet, was auch ein bisschen sinnlos ist. Oh, hier, guck mal, ein Laboratorium. Ein relativ unbewohntes Laboratorium wahrscheinlich. Mit nicht allzu viel Zeug drin. Wir legen mal den Hebel um. Scheint nicht großartig bewohnt zu sein. Gibt's nicht viel. Das Zeug könnte man mitnehmen. Vielleicht deutet das ja auch auf eine Affenstadt hin, die hier irgendwo ist. Lohnt sich natürlich jetzt nicht so, weil wir noch keinen Planeten gefunden haben, auf dem wir das Ganze hier deponieren können. Das müssen wir dann alles in irgendwelche Truhen reinpacken. Level 1. Go Ape. Aha. Aber ich bin kein Affe, ich bin ein waschechter Roboter. Ach, wie ich das hasse. Ja, hier ist so ein Jump'n'Run-Level sozusagen. Aber ich sag mal so, ich cheate da mal ein bisschen. Bin ich so hier der große Starbound-Jump'n'Run-Freak. So. Wenn man nicht muss, ne, muss ja nicht sein. Wird man hier nicht ranstoßen, wenn wir da versuchen, vielleicht wieder rauszukommen. Das sieht nicht sehr einladend aus hier. Müssen wir eins nach dem anderen machen. Das ist nämlich Strom und wenn man dann da dran kommt, verbrennt man sich. Oder, ja, Strom verbrennen. Ja gut, Verbrennungen können auch durch Strom verursacht werden. Also verbrennen ist schon mal ein gutes Wort. Ah! Ah! Scheiße, jetzt bin ich runtergefallen. Nein! Tod eines Roboters. Nicht zu wechseln mit Tod eines Handlungsreisenden, aber einen Roboter kann man zum Glück wieder zusammenschrauben. Das macht unser Schiff ja von alleine. Menno, meine Pixel. Nein, wir haben noch keinen Pixel-Konverter. Naja.
Wenigstens sind wir jetzt nicht mehr hungrig und so. Ich gehe mal in die andere Richtung. Vielleicht finden wir ja noch was anderes außer Nebel? Oh, das muss neu sein. Also Nebel hatte ich bis jetzt in Starbound noch nie. Also ich glaube, Nebel ist jetzt erst eingeführt worden. Das ist neu. Nebel! Juhu! Küstennebel. Ah! Kommen gleich mehrere. Gut, ne? Das dient mir wenigstens jetzt ein bisschen, um wieder ein paar Pixel zu sammeln, die ich gerade verlustiert habe durch meinen Tod. Meinen sinnlosen Tod. Ich vermisse meinen Doppeljump. Habe noch keine sinnvolle Kiste mit Doppeljump drin gefunden. Ah! Genau reingelaufen. Oh, und sie haben Fleisch fallen gelassen, obwohl ich nicht mit dem Bogen drauf geschossen habe. Das ist schon mal sehr gut. Das heißt, wir werden nicht verhungern. Ach, come on. Oder? Kleine Quietscheente. Quietscheentchen, nur mit dir bade ich so gerne auf dem Planeten hier. Wenn es regnet, stürmt oder schneit, habe ich wenigstens mit etwas Quietscheenten. Nein, habe ich jetzt etwas mit der Quietscheente-Zeit? Ja. Quietscheentchen, Quietscheentchen, du bist mein Lieblingstier. Und gibt es mal kein Kompott, dann esse ich mein Fagott. Was? Keine Ahnung, was das jetzt wieder war. Ah! 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 Hilfe! Angriff der Killer-Monster. Oh, Kohle. Sehr gut. Treibstoff. Treibstoff. Damit wir fliegen können weit in die entfernten Galaxien. Und dann stehen wir bis zum Knie wieder mal in der Pampe. Auch Kacke genannt. Oh. Bossmonster. Lalalalalala, da ist ein Bossmonster. Das kann ich vielleicht schaffen. Als Weltraumaffen. So, mal ganz kurz vorsorgen, dass uns das Monster nicht auf den Kopf springt. Yo, hi. Lalalala, Bossmonster, du wirst sterben und ich werde von dir erben. Eine Waffe oder mehr, das weiß ich jetzt noch nicht, das frage ich den Erklärbär. Poop Protector, ein Scheißschild sozusagen, ein Schild aus Kacke. Der Poop Protector 3000. Ja. Da kann ich wenigstens blocken, während ich grabe oder so. Da, 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 da. Scheiße, es ist Nacht. Ich will aber nicht, dass Nacht ist. Ich ruhe mich mal ganz kurz aus. Ein paar Lebenspunkte wieder regenerieren. Und ja, wenigstens haben wir den Boss killen können. Und haben da einen Poop Protector bekommen. Die Schilder an sich sind gar nicht mal so schlecht, wenn man eine Einhandwaffe benutzt. Aber Zweihandwaffen sind meistens etwas. Wieso ist jetzt immer noch Nacht? Ist das gepatcht worden? Nein, das ist nicht. Das darf nicht sein. Das darf nicht gepatcht worden sein. Was bist du denn? Weißer Yeti? Oh ja, 10 Pixel. Besser als nichts. Wenn man hochgeflogen ist und wieder runter, war doch immer. War doch immer Tag. Konnte man doch zwischen Tag und Nacht so ein bisschen wechseln. Scheint nicht mehr zu gehen, oder? Nein, es geht nicht mehr.
Na toll, was soll ich jetzt machen? Kann ich hier auf dem Planeten überall Fackeln verteilen oder was? Arbeite ich jetzt hier bei Fackelmann oder wie? Oder was? Menno! I don't want this. Jetzt regnet's auch noch. Scheiß Pisswetter hier auf dem Kackplaneten. Tja, wann wird's denn wieder Tag? Ich weiß es nicht. Ich grill jetzt einfach Fleisch. Vor Frust. Ah, das brauche ich nicht. Das kann ich weg. Was sind diese komischen Labordinger? Die brauchen wir nicht. Kann mal gucken, was brauchen wir noch nicht. Wir haben so viel Erdzeugs hier mit eingekramt. Das brauchen wir eigentlich alles gar nicht. Obsidian. Ach, wer braucht denn Obsidian? Kann ich mir ein Haus vielleicht draus bauen? Aber ehrlich gesagt, nee. Ich brauche doch kein Obsidian. Gravel. Ich brauche doch keinen Kies. Wozu brauche ich denn Kies? Ich habe doch Pixel. Aus Pixeln kann man sich alles herstellen. Wenn man das nur will. Haha, alles eingesmeltet. Eingesmolzen. Smolti, smolti. Ich muss echt mal sortieren, mein Inventar. Was sieht da aus? Hier können wir noch Eisen smelten. Aber noch Gold. Davon was. Davon Kohle. Habe ich sonst noch was? Ach ja, hier Gold. Diamanten. Stone. Was war's? Stonehoe, ne? Der Distress Beacon, ja, aber ich weiß nicht, ob ich da schon für die Monster gerüstet bin. Ha, es ist wieder Tag. Wundervoll. Das heißt, wir werden wieder von mickrigen Quietschenten angegriffen. Quietschenten, nur mit dir. Teile ich mir eine Badewanne hier. So, endlich weg, die Viecher. Menno, Menno. Oh, ins Wasser gefallen. Ja, die Party ist leider ins Wasser gefallen heute. So wie das ganze Let's Play. Dum-tadam. Ach, ich finde die Musik immer ganz toll. Hat so ein bisschen was Beruhigendes. Bis auf die Kampfmusik natürlich. Hui. Gucken wir mal, ob wir jetzt nochmal durchs Labor vielleicht kommen. Oder soll ich erstmal eine Runde drehen und dann durch dieses komische Labor? Hm, mal gucken. Vielleicht gibt es in dem Labor irgendwas Tolles. Pixel. Denn auch diese Landschaft mit dem Fluss, der da den Berg runterkommt, ja. Aber wenn man dann vielleicht die Landschaft, den Hintergrund gegen irgendwas ersetzen könnte, was etwas, ja, wie soll ich sagen, malerischer aussehen würde, wäre das vielleicht auch ganz geil. Würde bestimmt auch ein bisschen zu dem ganzen Look beitragen. Das Ganze noch ein bisschen ansehnlicher machen. So kann man ja dann mit so einer Art Minecraft-Mod quasi vergleichen. Weil das Ganze dann natürlich schöner aussehen soll und so. So, hier bin ich runtergefallen, glaube ich. Das letzte Mal. Wenn ich aufgepasst habe. Ah! Scheiße, schon wieder. Und was haben wir hier? Nur eine Tür und sonst nicht wirklich was. Ah, Gift! Ja, die Giftplöre, die machen wir jetzt erstmal zu. Kann auch keiner mehr reinfallen. Also ich bin dann derjenige, der da nicht mehr reinfallen kann, weil jemand anders wird sich ja wahrscheinlich hier nicht in dieses Labor verirren.
Okay. Ausgetrickst. Und wie, ich finde nichts Tolles, wenn ich jetzt hier durchgehe. Fast schon wieder sterbe die ganze Zeit. Das ist ja wieder nur so ein Ding. Wie ich denn damit? Mir sind Labore, wo Wachen und so drin sind, natürlich lieber, weil man da halt Waffen auch absahnen kann. Auch Schusswaffen, die man ja an Bord selber nicht direkt bauen kann. Elektro. Elektro-Tüte. Hey. Denk mal schon, dass das gewollt ist, dass man so hier so mit den Dingern ein bisschen durchgeht. Ja, ja, sonst nicht so sinnvoll, solche Labyrinthe hier zu machen, weil das Ganze ist nicht wirklich als Jump'n'Run geeignet. Hier einfach zu leicht runterfallen kann. Erinnert mich so ein bisschen an Commander Keen. Ich weiß gar nicht, das kennt ihr bestimmt gar nicht. Commander Keen, so ein altes... Ah! Nein! Schon wieder rangekommen. Fuck! So ein altes Jump'n'Run-Spiel, Commander Keen. Oder was, Captain Keen? Menno! Jetzt gehe ich aber wirklich nochmal in die andere Richtung. Das Labor des Todes nenne ich das. Die Folge heißt bestimmt Labor des Todes. Vor allen Dingen, weil ich total easy da so durchmachen will und dann heile ich mich einfach mal nicht und sterbe deswegen einfach schon. Alleine. Naja. Was wollt ihr denn? Ah, nein! Es ging nicht so tief runter, wie ich gedacht habe. Stell euch mal vor, man fällt in so ein Starcraft, in so ein Starbound-Loch direkt bis zum Planetenkern durch und verbrennt dann. Das wäre fies, oder? So ein direktes Loch bis zum Planetenkern, was gerade durchgeht und man fällt dann direkt in die Lava rein und kommt auch nicht mehr raus. Das wäre krass. Ach nö, was wollt ihr denn hier? Ah! Hat mich tatsächlich mit seinen ganzen Dingern getroffen, mit seinen Spikes, die er da abgeschossen hat. Mieses Scheißvieh. Ich hasse diese Schützenviecher hier. Vor allem, ich habe auch keine Schusswaffen parat, die ich jetzt gegen die Viecher einsetzen könnte, sonst könnte ich sagen, bang, 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 ihr seid tot und so. Aber selbst der Boss hat ja nur ein Pupschild getroppt, ja. Eine Affenstadt wäre schön. Die möchte ich jetzt gern sehen. Und deswegen gehe ich hier diesen Berg hoch und falle gleich in ein tiefes Loch. Oh Mann. Lalalala, Starbound. Ah, hier war der Boss. Haha, diesmal triffst du mich nicht. Nur dein Kollege hat mich getroffen, so ein Scheiß. So ein Arsch. Haha, nicht mit mir. Echt ausweichen hier, die blöden Vieh. Was sind das hier? Was soll denn das? Komm ich doch nie hoch? An sich das ausgedacht hier, diese Planetenform. Muss ich mich hier hochgraben? Kann ja wohl nicht wahr sein. Baut mal einer einen Lift, bitte. Scheint sich keine Affenstadt zu verbergen bei diesem Planeten hier. Die ich ja suche, um nette neue Leute kennenzulernen und vielleicht dann Waffen zu bekommen und beziehungsweise den Distress Beacon aufzustellen. Ich brauche eine Affenstadt. Ape City. Take me home to the Ape City, where the girls are apes and the grass is pretty. Oh nein. Ach. Ja, ist ja nichts los auf dem Planeten. Wieder mal einen Planeten gefunden, wo nichts weiter ist. Von der Landschaft her, die Berge sind halt schön im Hintergrund.
Und es gibt ein Affenlabor. Aber sonst ist hier nix. Oh, hier, guck mal. Ein Schritt, der aus Metallklumpen besteht. Oh, hier Gold an der Oberfläche. Na, wer sagt's denn? Der Tag endet doch noch glücklich. Ah! Walter, bist du's? Puh, das war gar nicht mal so knapp. Jetzt haben wir hier rot. Uah! Geh doch weg, meine Güte. Hier sieht es auch aus, als hätte sich schon mal einer durchgegraben. Aber ich denke, das sieht nur so aus. Wer soll denn hier schon gewesen sein? Kronk, hallo, bist du's? Turbinator, seid ihr hier? Leute, nehmt mich mit. Ich will auch Weltraumabenteuer beleben. Ich bin ein Weltraumpolizist auf der Suche nach der Geißel des Galaxis. Ein Fahndungsbrief wurde ausgeschrieben nach den Geißeln der Galaxis. Und nach denen suchen wir natürlich. Ich bin ihnen auf den Fersen, den Geißeln der Galaxis. Und sie werden nicht lange ungeschoren davonkommen, unschuldige Wesen auf anderen Planeten zu töten. Jetzt. Komisch, ging erst nicht. Also wollte nicht. Wir werden uns auf die Suche machen nach den Geißeln der Galaxis und werden gucken, ob wir sie vielleicht finden und ihren gerechten Strafen zuführen können. Oh, jetzt wird es wieder kalt und dunkel. Ich will nicht, dass es kalt und dunkel wird. Vor allen Dingen sehe ich nichts. Das ist wohl Wasser. Ja. Wasser. Was erwartet? Ach, Wasser wartet. Oh nein, hier ist auch Wasser. Sollte ich mich vielleicht am Lagerfeuer wärmen und warten, bis die Nacht vorbeigeht? I don't know. Ich habe noch ein Lagerfeuer. Könnte das hier aufstellen. Und warten, bis die Nacht vorübergeht. Na, dann warten wir mal, bis die Nacht vorübergeht. Und liebe Freunde, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Starbound mit dem Wächter der Galaxis. Euer MoComic. Bis dahin. Tschüssi.